So, wir haben eine ganze Menge an Einzelteilen zusammengesucht für die Installation. Drei Positionen haben wir uns ausgesucht. Hallo Freunde, ich bin's, euer Nerdy-Freund. Darf ich mit euch spielen? Ja, ich bin der Teletubby. Montiert man die Kamera am besten auf dem Motorrad und welche Positionen sind gut geeignet, um ja, 360-Grad-Videos zu erstellen. Und ich habe mir für Bike for Fun die Insta360 One R in der Twin Edition geholt. Das heißt, das ist eine 360-Grad-Kamera und eine Action-Kamera mit 4K und 60 Frames. Ich werde in diesem Video mal ganz kurz für euch auspacken, was ist alles drin in dem Kästle und wie montiert man die Kamera am besten auf dem Motorrad und welche Positionen sind gut geeignet, um ja, 360-Grad-Videos zu erstellen. Fangen wir an! Machen das Ganze schnell mit der Insta360 One. Schauen wir mal, was hier in der Box drin ist. Schön verpackt, Apple-like. Drei bzw. vier einzelne Dinge sind das. Das hier ist die Akkubasis. Die kann man auch natürlich als zweit- oder Drittakku dazu kaufen. Dann haben wir hier ein Kameramodul. Das ist das Action-Kamera-Modul. Dann haben wir Nummer 2, das 360-Grad-Modul. Zwei Kameras gleich angeordnet. Und die Kamera bzw. die Regelelektronik mit einem, das mal hier ab, mit einem kleinen Monitor. Der, das muss ich dazu sagen, im Vergleich jetzt zur GoPro Hero 8, mit der ich gerade drehe, sehr, sehr futzlig und klein ist, aber für Grundbedienung reicht es. Ansonsten ist es halt der, ja, die Anbindung übers Android-Smartphone, übers iOS-Smartphone. Das funktioniert ganz gut. Dann haben wir hier noch eine kleine Box. Packen wir das mal weg. Hier haben wir ein USB-C-Kabel. Dann haben wir hier ein Objektivschutz für beide Objektive. Sehr gelungen, weil einfach aufzusetzen. Und last but not least, hier drin, das sieht mir noch nach, genau, Befestigungssachen für eine Stativ, für ein Stativgewinde und die passende Schraube dazu. Die Kamera an sich ist modular aufgebaut. Das geht eigentlich auch recht ratzfatz. Ich entscheide mich für die 4K-Variante, also für die Action-Cam. Die 360 hat ja auch 4K, sogar 5,7. Dann wird hier einfach das Modul rangeklickt. Zack. Und auf die Akkubasis geklickt. Fertig. Und schon haben wir eine Action-Kamera im Stile einer GoPro Hero. Hier gibt es ein Entriegelungsmechanismus, dann kann ich die Akkubasis wieder wegmachen. Was ich ganz stark finde, ich kann das jetzt einfach umdrehen und habe den Monitor dann vorne für Selfie-Geschichten. Das finde ich super. Wieder abmachen und die 360-Grad-Variante. Ein Klick, ebenso, hier ist es egal, ob vorne oder hinten. Zack. Gut, schauen wir uns den Selfie-Stick an, den Invisible Selfie-Stick. Ja, halt ein Selfie-Stick. Das Motorcycle-Bundle, das interessiert mich natürlich. Hier liegt, genau, sowas habe ich schon, für den Lenker. Schnalle fest, oben die typische GoPro Insta 360-Halterung. Hier gibt es zwei verschiedene Gummis, dass ich den Durchmesser fürs Bike dann entsprechend anpassen kann. Dann haben wir
2 an der Zahl, genau, kleine Wicks, um die Kamera auf dem Helm zu befestigen oder ja, an der Seite muss immer in einem senkrechten Winkel sein. So kann gedreht werden, damit der Stitch dann tatsächlich auch die Befestigung ausblenden kann, ähnlich wie beim Invisible Selfie Stick. Also ist schon eine ganze Menge, was hier drin ist und sicherlich recht sinnvoll und variabel, um die Insta360 am Bike zu befestigen. Dann fangen wir mal an mit der Montage. Insgesamt 3 Befestigungsmöglichkeiten will ich euch heute zeigen. Einmal eine Personal View von vorne, also hier mit dem Insta360 Selfie Stick, Invisible Selfie Stick nennt es Insta360 das, hier nach vorne raus im Prinzip, dass ihr eine Sicht habt, als würde ein Begleitfahrzeug vor euch fahren. Die zweite Variante ist hier mit diesen Elementen hinten am Helm befestigt und eine dritte Variante zeige ich euch, das ist mit so einem Saugnapf, den wir hier an dem Tank machen, so dass man nach vorne die Sicht hat und nach hinten zum Fahrer und das später dann in der Postproduktion entsprechend ändern kann. Ja, Ersatzmaterial oder Befestigungsmaterial gibt es noch und nöcher. Ich habe das mit dem Insta360 Stick, mit den GoPro, gibt es auch von Fremdherstellern, die preiswerter sind, Befestigungssystem versucht, hier an den Lenker ran. Das hält nicht. Da ist wahrscheinlich wohl der Hebel zu groß. Das ist so eine wackelige Angelegenheit. Also habe ich mir ein Small Rig gekauft. Eine sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr stabile Geschichte. Wichtig ist, wenn ihr euch das Small Rig kauft, ich habe das unten in der Beschreibung auch nochmal verlinkt, da könnt ihr euch das dann anklicken, braucht ihr diese männliche zu männliche Adapterschraube, die ist ganz wichtig. Die müsst ihr dazu bestellen, die ist nämlich nicht dabei. Okay, fangen wir an. Was brauchen wir? Einmal das Small Rig, dann die Befestigung für die GoPro und den Insta360 Selfie Stick. So, das Ding kommt hier einfach ran. Und zwar könnt ihr hier schon jetzt sehen, ungefähr einen Winkel einstellen, noch nicht festdrehen. Das Teil ist wirklich bombensicher. Da bewegt sich nichts mit einem ganz leichten Dreh. Dann kommt hier die Adapterschraube mit rein, damit ihr hierauf quasi den Selfie-Stick installieren könnt. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Hier unten. Oben ist im Prinzip die Aufnahme für die Kamera. Der wird jetzt hier einfach raufgeschraubt. So. Genau, und jetzt ist der Winkel natürlich ein bisschen hoch, also einmal lockern, nach vorne und festziehen. Und wirklich, Freunde, das Ding ist bombenfest. Ausfahren und die Kamera raufmachen. Das heißt, dieses kleine Teil kommt jetzt hier ran für die genormte GoPro-Aufnahme. Zack. Und die Kamera dann hier rauf und befestigen. Wenn das ein bisschen schräg ist, wie jetzt hier, ist das überhaupt gar kein Problem. Wichtig ist nur, dass die Kamera nicht hier abgeknickt ist, sondern sie muss in dieser Linie, also so, befestigt sein. Sonst wird der Stick nicht richtig rausgerechnet. Jetzt kann man hier nochmal sehen, dass wir das zum Beispiel in einer möglichst geraden Situation haben. So, und das war's schon. Jetzt der Selfie-Stick vorne über installiert, so dass man eine Perspektive hat, als würde jemand vor einem fahren und rückwärtig auf einen schießen und entsprechend filmen. Auch für längere Strecken sicherlich nicht geeignet. Ihr seht ja die Konstruktion hier, das steht schon so ein bisschen über. Aber mit dem Small Rig, mit der Befestigung, ist das eine recht solide Geschichte. Und man hat halt wirklich eine ganz coole Ansicht, wie ihr es jetzt selber seht, als würde halt jemand vor einem fahren. Installiert ist das Ganze wirklich sehr schnell. Dieses Small Rig lässt sich ganz schnell anflanschen und hält dann auch bombenfest.
dann per Rekord drücken. Das geht natürlich über die App oder oben bei der Insta auf dem Rekord-Button. Eine dritte Möglichkeit ist übrigens, das Ganze mit der Apple Watch zu machen. Da gibt es auch eine App und dann kann man die Insta über die Uhr steuern. Ja, ich bin gespannt, wie ihr diese Perspektive findet. Schreibt doch mal in den Kommentaren, welche ihr am besten findet. Zwei Perspektiven kommen ja noch. Wichtig ist halt bei der Montage, dass die Kamera immer in einer Linie zum Selfie-Stick ist, damit die Software das entsprechend dann auch ausrechnen kann. Softwaremäßig, Postproduktion will ich jetzt in diesem Video gar nicht viel sagen, sondern es geht wirklich nur um die Installations- oder Montagearten und Orte. Eins kann man nur sagen, so im Vergleich zur GoPro und GoPro Hero 8 ist die Software noch ein bisschen, ja, als würde sie noch in den Kinderschuhen stecken. Die Kamera ist mir schon ein, zweimal abgestürzt und was mich wirklich stört, ist der Mini-Bildschirm, der als Touchscreen wie bei der GoPro ausgelegt ist, aber so futzelig klein ist, dass man da echt nichts bedienen kann. Man muss dann wirklich schon in die App gehen für Android oder iOS und dort seine Einstellungen machen. Über den kleinen Bildschirm, boah, das nervt, dann, ja, da muss man auch nicht mal große, was machst du denn hier, Mäuschen? Große Wurstfinger haben, dann verdrückt man sich. Also ideal ist das nicht. So, Variante 2 geht relativ schnell, was die Installation angeht. Dazu haben wir wieder natürlich die Insta One R360, einen kleinen Saugnapf von eShox. Habe ich euch verlinkt in der Videobeschreibung und natürlich die Schraube. Also ganz simpel, entweder hier oder hier. Wir machen das mal hier ran. Einfach raufbappen, bisschen fest andrücken, vorher gucken, dass kein Staub drauf ist. Fixieren, das war's. Abstand müsst ihr darauf achten, darf nicht zu gering sein. Dieser Abstand hier zum Fahrer, nach vorne ist es relativ egal. Man kann jetzt auch hier zum Beispiel, wenn man es ein bisschen höher will, eins dieser Elemente einsetzen, die hier aus dem Insta Motorcycle Bundle sind. Dann kommt man ein bisschen höher, aber auch so sieht das echt nicht schlecht aus. Das zeige ich euch gleich, wie man damit fährt bzw. wie die Eindrücke sind, wenn man die Kamera hier mit dem Saugnapf auf den Tank befestigt hat. So, und das ist eigentlich die am schnellsten zu montierende Variante mit einem Saugnapf. Den Link zum Produkt habt ihr unten in der Videobeschreibung. Einfach raufgepappt, eingeschaltet, Rekord drücken, fertig. Und die Perspektive, wie bei allen anderen auch, 360 Grad halt, einmal nach vorne, einmal nach hinten oder eben wie ihr das wollt, das kann man im Schnitt dann individuell einstellen, nach rechts oder nach links zur Seite. So, jetzt montieren wir das Ganze mal um, und zwar an die Seite des Tanks. Und dazu, wie ich es gesagt habe, hier einfach mal die Lasche ziehen, dann hier Luft entweichen lassen oder Luft reinkommen lassen. Und ich dachte, dass es vielleicht hier, es ist schön plan, dass wir das Ganze mal hier versuchen. Fest anflanschen und ordentlich unter Druck aufbauen. Bombe. Gut, auch hier, ja, das lassen wir so. Also eins ist wirklich super mit dem Saugnapf. Die Montage geht in Handumdrehen. Da muss man gar nicht viel machen. Ihr habt es ja gerade gesehen, oben ab vom Tank an die Seite ran. Das ist ein bisschen was anderes als Teletubby auf dem Helm oder eben mit dem Selfie-Stick nach vorne. Und je nachdem, was für Flächen ihr habt, bei einer Vollverkleideten natürlich deutlich mehr, habt ihr da viele Punkte, die man dann selber auch mal kreativ ausprobieren kann. Auf jeden Fall geht das echt schnell. Und das soll es ja letztendlich auch nicht allzu kompliziert sein. Denn einen hohen Aufwand hat man ohnehin in der Postproduktion. Das sieht, wie soll ich sagen, das sieht schon ein bisschen bekloppt aus, damit durch die Gegend zu fahren. Entschuldigung, was ist das denn für ein nerdiger Horst? Aber
ihr werdet sehen, die Aufnahmen sind geil. Hier ganz einfach aus dem Motorcycle Bundle gibt es hier diese einzelnen Elemente und dann macht man hier das GoPro-Brett. Das GoPro-Brett. Der Stammler ist wieder unterwegs. Ich meine natürlich das GoPro-Pad. Dieses kleine GoPro-Pad wird hier ganz normal befestigt und dann mit den Elementen aus dem Moto-Bundle wird die Kamera befestigt. Man kann das auch hier oben ranbringen. Beim Shark EVO One 2 geht das aufgrund der Funktion hier für das Visier nicht. Ihr könnt es an der Seite machen. Wichtig ist auch hier, dass ihr die Kamera nicht abwinkelt, sondern die Kamera muss ganz, ganz wichtig in einer Linie, in einer geraden Linie mit dem Element hier sein, damit die Software das später rausrechnen kann. Ja, das sieht, wie ich es schon gesagt habe, etwas zu realistisch aus. Also über den Kuder möchte ich damit nicht fahren. Oder die Leute denken, ich bin so ein Google-Bruder, der Earth-Aufnahmen macht. Egal, wie es aussieht, die Ergebnisse seht ihr jetzt. Wie sieht denn das aus? Wir schalten mal um auf die 360-Grad-Ansicht der Insta360 R1. Ich könnte ja einmal, das ist jetzt hier nämlich gleich ums Eck, zur Spinnerbrücke fahren und mich zum Nappel machen. Ha? Da sind die harten Biker und dann kommt der Teletubby-Spacko an. Das mache ich. So, also, ja. Ich kann euch jetzt auch gar nicht sagen, wie das ist mit der Kamera auf dem Helm, denn ich sehe sie nicht. Vielleicht ist sie auch schon abgeknickt, abgefallen. Vielleicht filme ich gar nicht mehr. Doch, ich sehe es im Schatten. Ich sehe es im Schatten. Ach du Scheiße, sieht das dämlich aus. Hallo, ich bin der Nerdy. So. Na, fahr doch mal, Mäuschen, wirklich. Sackkrafurz und Mento, das gibt's doch gar nicht. Ja, blinken, ausfahren und zurückblinken. Wunderbar. So, da ist die Spinnerbrücke. Hallo Freunde, ich bin's, euer Nerdy-Freund. Darf ich mit euch spielen? Ja, ich bin der Teletubby, der einzig wahre Teletubby. So. Ich trinke da jetzt keinen Kaffee. Aber ich fahre langsam vorbei, damit ihr auch ein bisschen Eindruck bekommt von der Spinnerbrücke. Der lacht. Der lacht. Der guckt komisch. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Gute Woche. Und hinterlasst gern ein Abo mit Glocke, ja? Damit ihr immer informiert seid, was es auf Bike for Fun an Neuigkeiten gibt. Also, bis dann. Grüße aus Berlin.